Die IAA hat noch gar nicht so richtig angefangen. Da hat sie schon ihren ersten Weltrekord. Der britische Autobauer Jaguar hat keine Kosten und Mühen gescheut, sein neuestes Modell, den F-Type, gleich mal ins rechte Licht zu rücken. Kann man mit einem SUV, sprich mit einer sportlichen Großraumlimousine, einen Looping drehen? Der Beweis folgte um Punkt 8 Uhr. Vor den Augen der versammelten Weltpresse und zahlreicher Autofans setzte Profi-Stuntman Terry Grant den Wagen in Bewegung. Was dann folgte, bedarf keiner weiteren Kommentierung. Ich habe um 5 noch angerufen, bei uns im Büro in Schwalbach hat es geschüttet und gedacht, oh Gott, ne, wenn es hier weiter regnet. Und dann schaut man einfach nur mehr gebannt darauf, macht da keinen Fehler, fährt er gerade durch, wie fühlt sich das an? Und dann ist in 3 Sekunden vorbei und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Mehr als 19 Meter hoch war die Looping-Spezialkonstruktion auf der Rennbahn in Niederrad. Das bedeutet Weltrekord. Bei der Fahrt durch den weltgrößten Kreisel waren Stuntpilot Terry Grant und sein Fahrzeug einer G-Kraft von 6,5 ausgesetzt. Eine höhere Belastung, als sie etwa Space Shuttle-Piloten im Weltraum aushalten müssen. Eine Spitzenleistung also, auch wenn der Fahrer die Lorbeeren natürlich nicht alleine ernten wollte. Das war schon ein ziemlich tolles Gefühl und das Ganze dann auch noch in einem Serienfahrzeug. Gut, ich bekomme jetzt hier die ganzen Lorbeeren ab. Dabei steht so ein großartiges Team hinter der Sache. Mehr als 200 Leute haben daran gearbeitet, dass das hier heute klappen konnte. Es war einfach eine grandiose Teamleistung. Jetzt gehen wir hoffentlich alle zusammen noch ein Bier trinken. Dabei wäre das Spektakel fast noch abgesagt worden. Die Galopprennbahn in Niederrad liegt nämlich in einem Landschaftsschutzgebiet und da haben Automobilshows eigentlich nichts zu suchen. In letzter Minute gab die Stadt Frankfurt aber dann doch noch grünes Licht. Begründung: Die Stadt habe eben einfach großes Interesse an einem möglichst erfolgreichen Verlauf der internationalen Automobilausstellung.